Peng, Servus und Hallo, schön, dass ihr wieder reinschaltet. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir sind zurück auf der Map der 7. Staffel zur Folge Nummer 42. Und jo, Freunde, heute geht es weiter. Heute kommt endlich ein nächstes neues Video. Die meisten von euch haben es ja schon mitbekommen, dass ich krankheitsbedingt so ein bisschen auf die Bremse treten muss. Und viele von euch kennen mich ja nur schon länger. Ihr wisst es, der Checko hat es immer wieder mit der Pumpe. Ein bisschen Herzrhythmusstörungen, ein bisschen Vorhofflimmern. Aber macht euch da nicht zu viel Stress, macht euch da nicht zu viel Panik. Das passt schon alles. Ich würde es nicht tun, hier in dem Video auf die Beine zu stellen, wenn ich es nicht könnte oder wenn es mir schaden wird. Ist jetzt auch kein mordsmäßiger Stress. Ich habe Bock zu zocken und dann nehme ich es halt auf und dann quatsche ich ein bisschen rein und schneide das für euch nach. Und dann freuen wir uns alle und die Welt ist gut, rund und kunterbunt und dann soll das passen. Also wie gesagt, keine falsche Panik. Ich freue mich, dass wir wieder ein Video auf die Beine stellen. Ich freue mich, dass ihr reinschaltet und sagt, ja, viel Spaß mit diesem kleinen Video und auf geht's. Jo, was ich natürlich vergessen habe noch zu sagen, ist dann, ich weiß immer nicht, wie regelmäßig ich gerade wirklich Videos auf die Beine stellen kann. Ich bin mal guter Dinge und denke, es wird bald wieder besser werden mit mir und dann wird es auch wieder einen regelmäßigeren Takt geben und freue mich, wenn ihr so viel Geduld erstmal für mich aufbringt, ihr Lieben. So, was machen wir heute? Heute geht es weiter mit unserer Feldbahn bzw. mit unserer Getreideliefer- und Logistikkette. Und jo, ich habe mir das hier gerade ein bisschen schlecht durchdacht, wo ich gesagt habe, okay, mit der Feldbahn, das passt schon, aber dass ich die LKWs hier schon alle anfahren lasse, während noch gar kein Getreide ankommt. Und wir stellen das einfach gerade mal um, hier auf der Linie verwalten, Getreideumschlag, Güterumschlag, Getreideumschlag und machen hier mal einfach Lade, wenn vorhanden, dass die jetzt erstmal ein bisschen losgucken. Warte mal, Linie verwalten und wir machen den Takt, Minhaltezeit ist sogar unten, ja, so passt es besser. Dann wird sich das hier auf kurz oder lang wieder auflösen. Ich meine, die Traktoren, die liefern ja auch gerade noch nichts an, weil die Liefer- und Logistikkette noch nicht ganz erschlossen ist. Das wird aber in Kürze. Und weil die Feldbahn, ihr habt es auch gesagt, so idyllisch aussieht, schauen wir die uns gerade nochmal in der Nahaufnahme an. Also tatsächlich viele Kommentare habe ich von euch erhalten, die auch sagen, oh, ganz schnuckelig, ganz geil mit der Feldbahn, kennen wir noch gar nicht so. Ja, und ich kenne es tatsächlich auch gar nicht weiter. Das sieht schon ganz sweetie aus auf jeden Fall. Gut, heute geht es dann aber jetzt zurück zu den großen Zügen. Ich hole euch nochmal kurz ab. Wir haben ja hier diese ersten 4 Bauernhöfe hinsichtlich Getreideanlieferungen verbunden. Die hier sind mit der Feldbahn entsprechend verbunden. Die fährt hier irgendwo rein und holt dann zukünftig Getreide ab. Funktioniert gerade halt noch nicht. Ich wiederhole nochmal, weil die Liefer- und Logistikkette noch nicht erschlossen ist. Hier denn das nächste, da stehen sogar 2 drin und warten. Und dann haben wir noch einen dritten Bauernhof, der hier, der wird eben von den Traktoren bedient, die dann zukünftig das Getreide abholen und hier rüberfahren zu unserem Güterumschlagplatz, wo dann zukünftig im großen Stil von der Feldbahn und die Traktoren hier auf unsere Getreide-LKWs umgeschlagen wird. Es müssten ganz schön viele sein, ihr erinnert euch dran, wir brauchen eine Rate von 800 auf Dauer. Von daher, ich habe hier mal voreingebautzelt schon und dann die LKWs fahren über einen langen Weg hier rüber durch Rosenburg. Habe ich Bock drauf gehabt, ein bisschen die Stadt so mit Negative Vibrations. So ist es ja in der Realität auch manchmal. Da müssen wir schauen, wie wir damit noch umgehen werden. Die LKWs werden hier auf jeden Fall dick durch die Stadt fahren. Ihr seht die grüne Linie hier und die fahren dann weiter rüber hier lang bis zum Güterumschlag Nord, wo dann umgeschlagen wird später. Aktuell wird hier noch bisher nur Stahl oder Maschinen. Maschinen werden hier umgeschlagen, mehr ist noch nicht los. Aber da ergibt sich noch was. Das wird sich erhöhen, die Umschlagkapazität allein schon durchs Getreide, was hier denn erfolgen wird. Gut, heißt, wir werden Linie einrichten mit einem Zug, der dann hier jetzt von dem Güterumschlag Nord auf Lang auf der Nord-Süd-Tangente runter fahren wird. Ich habe hier mal auf Ost gekippt gerade die Karte. Nicht wundern. Und wir ruckeln mal hier runter. Bop, bop, bop. So, und hier sind wir ganz im Süden. Hier ist der südliche Güterumschlag. Bis hier wird jetzt die Linie gehen. Und dann wird die letzte Meile heute auch per LKW bis hier zu den Lebensmittelfabriken abgehandelt werden, dargestellt werden. Und ihr habt mir gesagt, Freund Blase, du kannst mal unbedingt hier noch die ganzen alten Landstraßen erhöhen. Ich muss aufwerten, weil hier wird nur 60 gefahren. Das ist viel zu langsam für deine schnellen LKWs. Und ich muss euch sagen, mir gefallen irgendwie die alten Landstraßen. Ich weiß nicht warum. Irgendwie. Aber ich glaube, die sind einfach wunderbar für einen Schönbau herzunehmen. Die passen einfach. Die kann man immer gut hier in den Schönbau so reinklatschen. Deswegen stehe ich so auf die. Macht der Gewohnheit.
aber ich sollte unbedingt mal anpassen. Und wenn ich gerade schon sinniere, dann probieren wir gerade mal noch schnell aus, wie schnell sind denn eigentlich die hier? Die haben auch nur 80. Guck mal, die nur 60, die nur 80. Was hatten denn die am 100? Boah, keine Ahnung, jetzt habe ich mich hier verschnattert, habe ewig hier an den Straßen rumgeschaut, was die Geschwindigkeiten angeht. Wir werden eine Landstraße, eine moderne Landstraße mit 80 km/h einrichten. That's it. Ist mir denn auch boogie, ob die LKWs schneller fahren könnten oder nicht. So, jetzt machen wir erstmal, guck mal hier, auch schön. Grüße an den lieben Christian. Jetzt machen wir erstmal die Linie einrichten, die jetzt hier runter cruist, ist einfach. Die LKWs dann hier hinten wieder mit LKW-Cargo an den Lebensmittelfabriken wird dann wieder ein bisschen anspruchsvoller. Also, das wird dann nämlich Zug Getreide Numero 2 oder 3? 2, oder? Bin ich da richtig? Zug Getreide? Nee, das wird nämlich schon sogar die Numero 3 werden. Und wieder mal für euch probiere ich eine Linie darzustellen, die ein bisschen sichtbarer ist. Video. So, wir ruckeln mal rüber in den Norden. Hier müssen wir hin. Und dann. Jetzt ist die Frage, wo gehen wir ran? Wir gehen an den hier. Macht Sinn. Und am Güterumschlag Süd, Terminal 1, da wird aktuell mal nur abgeladen. Und zwar das Getreide. Und am Güterumschlag Nord, da wird aktuell nur aufgeladen. Und zwar das Getreide. Vollladen einer Fracht schon, oder? Für den Moment geht es. Gut, und dann crappen wir mal die Linie raus und machen alles andere zu, um zu checken. Boah, guck mal hier, die kommt auch an. So, was bringt der Gute jetzt hier? Warte mal, Pause machen. Den nehmen wir kurz raus. Und die ist die voll? Die ist tatsächlich voll. Wie viel bringt sie uns, die Gute? Gib uns Cash, Baby. Gott verdammt, wieso ist diese Ladegeschwindigkeit so ewig langsam? Ich warte hier bestimmt schon eine Minute. So, Bing, und der hat sogar schon geklingelt. Ich habe es noch nicht gesehen. Shit, weil ich es ausgeblendet habe, Freunde. Der fährt jetzt erstmal weiter. Nein, ich habe es... Hier ist es irgendwo. Hier wäre es drin gewesen. Shit. Also, dieser Zug war eben 8 Millionen in der Miese. Bei 111 Millionen im Plus. Heißt, wir haben gut 120 Millionen gerade eingenommen. Das ist viel. Ja, und der burnt ordentlich rein. Okay, also so viel mal dazu. Selbst das habe ich nicht mehr im Blick hier. Okay, zurück zu unserer Linie. War das der hier? Ja, Zuggetreide 3. Und wir checken jetzt mal, ob die Linie hier richtig verläuft oder ob die Muck macht. Nicht ganz so cool läuft, aber das schaut gut aus. Guck mal, hier steht schon der nächste Zug. Der hat auch voll Getreide. Ach was, Maschinen drauf. Ist der auch voll? Fast. Wenn der so dicht hinten dran steht, ist eine Indikation dafür, dass wir den vorderen Zug, den wir eben gesehen haben, sicherlich noch mit der Doppeltraktion ausstatten sollten. Und der hier ist ein bisschen leerer, denn an der Stelle macht aber nichts. So, jetzt habe ich natürlich wieder unsere neue Linie verloren. Mann, Checo, Konzentration jetzt. Also, wir gehen jetzt mal so durch und checken mal die Linie ab. Im Schnelldurchlauf vielleicht. Von hier oben, ich sehe es, ich weiß nicht, ob ihr es im Video erkennt, aber bis hierher funktioniert es ganz gut, wenn wir die Linie fix abfliegen, ob die passt. Hier macht sie Mucken, altbekannt so gefühlt, dafür haben wir schon den Wegpunkt mit eingebaut. Linie verwalten und dann vom Güterumschlag Nord geht es jetzt eben über den hier, Sepp, und dann passt es auch durch Neustadt. Hier das nächste Problem, dafür hätten wir doch, haben wir das an Signalen ausgestattet oder ausgerichtet? Ne, dafür hätten wir eigentlich die Wegpunkte. Nur die machen hier auch nichts. Haben wir keine Wegpunkte hier hinten irgendwo? Haben wir das echt an Signale ausgerichtet? Der fährt hier erstmal durchs BW durch, oder? Das sind... Ne, der fährt durch die über die Fernverkehrsgleise. Also auch hier Linie verwalten und dann wählen wir halt das Signal aus und auf der Rückfahrt wählen wir das Signal aus und jetzt nochmal hier vorne gucken, dass er keinen Mist macht, einen S-Schlag zieht. Jetzt passt das erstmal. Bis hier. Schaut gut aus. Hier auch wieder die Frage, warum? Warum tut die KI das? Keiner versteht's. Macht aber nichts. Auch da Linie verwalten. Das geht dann von hier. Hier rüber. Dann läuft er besser. Und dann weiter vorbei in unserem sehr herrlichen Atomkraftwerk. Durch Gabeln. Auch hier maximale Verwirrung. Keiner weiß warum, Freunde. Also von hier Güterumschlag Süd über das hier. Und hier unten über, den kriegen wir jetzt wieder bescheiden avisiert.
Hat aber gemacht. Also, check, check, das läuft. Einmal durch hier. Hier auch wieder Probleme. So. Jetzt geht er richtig. Und dann gehen wir hier weiter rum. Immer entlang der Haupttangente. Schaut alles gut aus. Nächster Bahnhof. Auch hier versemmelt das. Also das finde ich schon komisch. Wo setzen wir da an? Wahrscheinlich nehmen wir auch wieder hier unmittelbar die Signale, die wir verwalten. Von hier geht es an dem vorbei. Aber es kann sein, dass es nicht ausreicht, was wir jetzt machen. Und von hier geht es an dem vorbei. Genau. Warum Güterumschlag Nord? Achso, hier falsch gesetzt. War nicht ganz unten. Also hier jetzt nochmal. Jetzt gucken, ob das passt. Ja. Jetzt passt es. Und dann sollten wir eigentlich auf den letzten Metern sein. Zum Güterumschlag Süd unterwegs. Hier noch, hier noch, hier noch. Und dann ab von der Haupttangente weg. Links ab. Und das, was er hier tut, da muss ich mal gucken, was wir mit den anderen Linien tun. Ja, ist so auch nicht nötig. Wir checken mal ab, wo wir den hier reinfahren lassen. Im Grundsatz, die längsten sind tatsächlich die Gleise. Und hier haben wir schon beide voll, also wir müssten wirklich hier oben reinstechen. Und wenn wir das tun, können wir das aber auch von hier machen. Sollten wir mal probieren, Linie verwalten. Güterumschlag Süd, das passt. Und von hier kommt, fahren wir an dem vorbei. Das will er nicht. Warum nicht? Der könnte doch hier abbiegen. Hier rüber. Und hier rüber. Bin ich jetzt gerade überfragt. Check ich nochmal. Warum nimmt er das nicht? Kommt der da nicht von hier hinten rüber oder was? Warte mal. Achso, ich war auch wieder nicht ganz unten, gell? Achso, ein Quatsch hier unten. Von hier. So, jetzt er. Jetzt nochmal geguckt. Zittert ein bisschen, ruckelt ein bisschen. Sorry, ihr Lieben. Aber wenn wir jetzt hier reingehen, dann wird ein Schuh draus, dann passt es. Okay, cool. Jetzt könnten wir nochmal checken, ob tatsächlich sich die Linien zu heftig schon kreuzen hier. Boah, weiß nicht. Aber eigentlich irgendwie nicht. Ich meine, geschickt wäre es, wenn wir auf kurz oder lang rot und blau noch tauschen würden. Dann würden die sich nicht überschneiden. Macht Sinn, aber dafür müssten wir prüfen, ob das irgendeinen Einfluss hat auf die bereits angebundenen LKW-Linien, die hier fahren, oder und die Längen. Ich glaube nicht. Machen wir beim nächsten Mal. Aktuell ist es noch nicht so kriegsentscheidend. So viele Garnituren werden es ja nicht werden. Gut, haben wir das. Dann kommt hier auf jeden Fall schon mal Getreide an. Wir drehen die Karte auf Nord und gönnen uns mal eine Garnitur und wahrscheinlich sogar noch eine zweite hinterher. Jetzt habe ich nicht auf dem Schirm, was ihr für Wünsche habt, verdammte Axt. Sonst hätte ich mich ein bisschen vorbereiten können. Ja, aber aktuell, wie gesagt, Jacko, die arme, kranke Seele, verzeiht mir. Wir fahren Richtung Norden raus, gell? Richtig so? Hier, guck mal, die Baureihe 140, der Tobi. Schlechter Zustand, wir brauchen unbedingt eine Doppeltraktion. Wir fahren nach Norden raus, um natürlich Getreide zu holen, genau. Und wir nehmen was Elektrisches und ich gucke mal, was wir im Repertoire haben, was ich nehme. So, geil, ich habe tatsächlich noch Bock auf die Knödelpresse, kannte ich bisher gar nicht so und bin auch immer noch viel zu unbewandt, als dass ich weiß, ob es sich lohnt, dass wir die alte Bordeaux-rote oder die neue verkehrsrote Variante nehmen. Interessant finde ich tatsächlich, dass hier steht, mehr Systemlok der Baureihe 180 der Deutschen Bahn AG in bordeaux-roter Lackierung. Die Lok wurde grenzüberschreitend vor allem zwischen Dresden und Prag, aber auch in Richtung Polen eingesetzt. So schaut sie auch aus und die ist echt cool. Auch wenn ich sie nicht kenne, ich habe sie mir vorher mal ein bisschen angeguckt, beziehungsweise als ich sie gedownloadet habe. Sehr, sehr nice. Wurde im Reise- wie auch als im Güterzugverkehr eingesetzt. Gut. Hämmern wir erstmal rauf und ihr dürft mich gern korrigieren, falls ich hier mal wieder einen Fauxpas eingehe. Vorspannen hier wird in dem Fall nicht. Wird das Getreide hinten abrennen, macht nichts. Wir nehmen es trotzdem und gehen mal auf Cargo und spannen hier uns mal eine Getreide. Ich hätte ja eigentlich einen Containerzug fehlt noch, gell? Die SBBs, da brauchen wir auch eine SBB-Lokomotive vorne dran. Das wird wahrscheinlich die zweite Garnitur werden. Das hier irgendwie, das sieht mir eher nach Erz und Kohle aus, anstatt nach Getreide. Jo, wir nehmen mal. Die sind aber auch nice. Ah, die sind auch nice. Shit. Und schon stehen wir wieder im Regen. Ach, dann nehmen wir jetzt erstmal hier, nehmen wir, auch wenn die wahrscheinlich recht neu ausschauen gegenüber der Knödelpresse. Nee, wir brauchen hier ein Güter, ein Ding. Wir brauchen hier Container. Und wir machen unter Umständen einen dritten Zug.
Mit den Getreidewagen. Aber wir haben ja nie wieder Chance auf Getreidezüge, außer auf der Linie auf dieser Map. Na gut, dann machen wir das doch so. Ich hämmer mal was ran. Ja, ich mache ein bisschen gemischt. 560 Meter, oder Freunde? Ich habe schon lange keine Züge mehr raufgebracht. Siehst du, der Checkout spielt 3 Tage nicht und schon ist alles vergessen. 552 müsste passen. Für, was kostet die Möhre? 84 Millionen Spiegeldollar. Die gönnen wir uns. 120 km/h schnell, so schnell fahren wir gar nicht. Ihr wisst es, wir fahren mit 100 km/h von seinen Gütergleisen und wir hauen die mal rauf auf Gütergetreide 3 und gucken die uns mal an. Mit den Hängern bin ich unglücklich gegenüber der Knödelpresse. Werden wir nochmal ändern, bestimmt. So, unten gerade noch eine Ludmilla-Doppeltraktion unterwegs. Und dann sich hier auf den Gütergleisen tatsächlich viel Betrieb. Und weiterhin, Benny wird schimpfen, wir haben bisher weiterhin nur unser ICE-Bahnbetriebswerk auf der Map, wo wir einfach alles rauslassen. So, und da kommt die Gute. Interessant. Flackert ein bisschen. Ja, und ich weiß weiterhin nicht, ob die Wagen unbedingt zu der alten Lackgebung passen. Lassen wir jetzt einfach mal so. Ihr korrigiert mich, Freunde. So, und jetzt können wir raufgucken, was wir für eine Rate generiert haben. Gerade mal 171, Freunde. Wir bräuchten hier richtig Garnituren. Wir hauen noch eine zweite mit rauf. Und die dritte werden wir dann sicherlich im nächsten Stream auf die Beine stellen und dann hier auch alles mal durch anpassen. Nach euren Feedbacks und Kommentaren. So, in dem Sinne also, wir gehen mal auf Fahrzeuge kaufen. Und jetzt müsste ich kurz durchgucken. Ich hoffe, ich komme drauf, was ich hier für eine SBB noch rauf, wenn man will. So, und guck mal, ich bin mir nicht sicher, ob ich hier richtig bin. Ich weiß nicht mal, wie es fachlich ausgesprochen wird. Eine Re 66 oder wie sagt man zu den Dingern? Auf jeden Fall, allein weil für ein Jacko hier schon groß Cargo dran steht und ich weiß, dass sie sehr, sehr cool ausschauen, nimm mal natürlich die und vielleicht laufe ich damit auch in der Richtung des Zugwunsches noch vom lieben Chris W. Grüße gehen raus und so einige andere, die sich das Ding auch noch gewünscht haben. Auch ganz interessant, in Cargo Blau mit Klima. Okay. Und alle Lackgebungen, tatsächlich, ich kenne mich zu wenig aus, ich sage es immer wieder, aber ich finde alle Lackgebungen sehr nice, wunderbar. Haben wir hier Vorspann zufällig mit Bayern, ansonsten ist es auch Boogie drauf geschisse. Spannend. Gibt es die sogar als Rail Adventure? Die ist nicht original, oder? Im Jahr 2018 kaufte Rail Adventure die beiden vorsehenden Lokomotiven. Interessant. Mann, was man nicht so alles lernt. Okay, also wir nehmen die in Cargo Blau mit Klima, Freunde. Und wir hämmern hinten die in Rot einfach noch mit ran. Wobei halt die in Grün auch echt sexy sind, wirklich. Finde ich sehr nice, wenn du dir die vorm Gotthardtunnel vorstellst, kurz vor der Einfahrt oder hinten irgendwo in Airolo, die alten Strecken oder so, ist das schon sehr nice. Gut, dann hier nochmal auf Getreide und hier nehmen wir halt diese Waggons in der Hoffnung, dass diese Komposition zusammenpasst. Und das können ja eigentlich nur die hier sein, weil hier ist Zucker und hier ist doch... Hier ist auch Zucker. Fehlen mir etwa immer noch Wagen? Shit. Bin mir nicht sicher, ob der Chris W. und ihr anderen da draußen andere Wagen wolltet. Die werden es nicht sein. Ja, jetzt nehmen wir die einfach. Mach die hier ran. Vollgas. Einmal einheitlich. Wie sagt man dazu? Ein Gesamtzug? Nee. Irgendwie gibt es doch ein einheitlicher Zug. Ihr wisst schon. So, 65 Meter. Saugend. Zip. Gekauft und natürlich auch raufgehämmert auf Zuggetreide 3. So, guck mal hier vorne gerade. Schöne Aufnahmen, oder? Weil die Knödelpresse, die muss erstmal noch weg vom Gleis, damit die SBB rauskommen kann. So schön. Mann. Und tatsächlich, Güterzug hat Vorrang. Die ÖBB muss warten. Ja, ihr seht's. Oder ihr seht auch Autosave. Auch schön. Gut, wir gucken mal rüber und warten auf den nächsten Zug, der denn hier jetzt rauskommt. So, da kommt er. Schön, dass wir den drauf haben. Wie gesagt, zum 1000. Mal wahrscheinlich im Stream können wir alles nochmal entsprechend modifizieren. Ja, servus. Und jo, Freunde, ich bin mir nicht sicher, ob meine Performance tatsächlich langsam so ein bisschen
die Grätsche macht. So ganz langsam, wir können uns hier alle mit Ruckler arrangieren, aber es wird merklich mehr. Auch bei diesen sehr herrlichen Kameraaufnahmen. Warten wir es mal ab. Der rollt anscheinend auch gleich raus jetzt hier. So, da hinten kommt er. Der wird jetzt auch erstmal mehr oder weniger die gesamte Haupttangente kreuzen, um auf seine Gütergleise zu kommen. Ach was, die ganze Haupttangente nicht. Die ICE-Gleise gehen ja schon vorne rechts weg. Okay. Oh, den Zug gucken wir uns auch noch an. Aber der muss warten, gell? Erzbomber. Getreidebomber hat hier gerade Vorfahrt. Der wird jetzt hier erstmal anhalten. Guck mal, das Ruckeln. Ah, sehr unschön mittlerweile. So, und tatsächlich die Mod Realistic Train Break ist verdammt geil, Freunde. Genau, um sowas zu sehen. Schön. So, denn haben wir zwei Garnituren drauf. Wo sie hin? Gleich weggerollt. Hier. Und bei Weitem, wenn wir nochmal auf die Rate gucken, kommen wir noch nicht auf 800. Aber belassen wir es mal dabei für den Moment. Werden 100 pro anpassen. Bin ich mir sicher, dass ihr euren Senf mit reinhämmern wollt zu den Zügen. Und ich gehe mal Richtung Süden. Wir schauen mal, dass wir jetzt noch die LKW-Anbindung bis zur Lebensmittelfabrik gewährleisten erstmal. Und dafür baue ich am besten erstmal hier einen kleinen LKW-Cargo hin. Keine große Sache. Unter Umständen versetze ich sogar nochmal die beiden Lebensmittelfabriken. Muss mal gucken. Ich mach mal schnell was. So, mal ein bisschen planiert und schlechte Steine und Bäume weggenommen. Und dann suchen wir uns mal erstmal, jo Freunde, wieder Standard Landstraßenstraße. Die gute 60 km/h Straße. Rollt alle mit den Augen, ich weiß. Nur vorübergehend, wir updaten zeitnah. So, die machen wir so. Und dann machen wir hier tatsächlich natürlich trotzdem eine Kurve rein. So, und in diesem Eck bauen wir jetzt die zwei Lebensmittelfabriken. Mir juckt es gerade im Händle. Und von daher werden wir natürlich gerade die KI hier ein bisschen unterstützen. Auch wenn jetzt zum Zeitpunkt gar nicht nötig. Aber so what. So, hier hinten, guck mal. Dann kann sie wachsen, entstehen und gedeihen. Zip. Und dann hier bogen. Okay, lassen wir so für den Moment. Den hier unten noch. So, jetzt muss aber gut sein. Drehen wir auf Nord und hämmern hier die Lebensmittelfabriken nochmal rein und machen das jetzt ein bisschen Ski hier. So, LKW-Cargo mal gebaut, die ersten Straßen hier mit dran gebaut. Und bevor wir hier drüben noch die Straßen irgendwie mitbauen, damit die so rumfahren können. Die könnten aber eigentlich auch da rumfahren. Macht mehr Sinn. Sieht cooler aus. Trotzdem werden wir hinten noch eine Umgehungsstraße auf dem Firmengelände bauen. Aber dafür werden wir trotzdem gerade nochmal ein paar Assets einsetzen. Und zwar dieselben, wie hier schon die Lebensmittelfabrik haben, um das Ganze ein bisschen zu vergrößern. So, dann texturieren wir das Ganze noch ein bisschen und weil sich auf lange Sicht diese Fabriken noch vergrößern werden, werde ich hier noch gar keinen großen Schönbau betreiben, noch keinen Zaun richtig rumziehen, nur hier vorne so ein bisschen angedeutet und that's it, das ist es dann für den Moment. Ich mache mal gerade noch klar und dann haben wir es hier auch schon fast, dann bleibt es erstmal so.
So, Freunde, also so lassen wir das für einen Moment. Ist noch nichts Halbes und nichts Ganzes, ich weiß. Sag mal, bewegen die sich gar nicht? Ich dachte, die bewegen sich. Na gut, dann stehen die halt hier so. Ja, das hier ist eigentlich ein Schwerlastkran, Brückenkran, gell? Aber ich wollte ihn jetzt unbedingt mal irgendwo verbauen. Jetzt habe ich den mal hier mit reingesetzt. Wenn wir es nicht so im Detail betrachten, finde ich, passt es gut in die Szenerie. Und keiner weiß, dass sie eigentlich eher Stähle anstatt Getreide am Haken hängen müssten. Ich habe mich ja auch hier für ein bisschen Stückgut entschieden, was nicht den Lebensmitteln entspricht. Das hier müsste Plastik sein und das hier drüben sind ja bekannterweise Maschinen. Aber irgendwie finde ich es besser, so als Stückgut hinzustellen, als blank draußen unüberdacht, ja, einfaches freie Foodkisten hinzustellen, Lebensmittelkisten. Gut, lange Rede, gar keinen Sinn. Jetzt gehen wir mal rüber. Wir müssen gerade sowieso noch gucken. Eigentlich bräuchten wir noch die Durchgangsstraße. Die muss schon sein, die macht Sinn. Oder lassen wir die sogar hier oben lang fahren? Wahrscheinlich macht die hier oben sogar Sinn, aber die KI wird früher oder später selber hier durchbohren. Dann machen wir mal das und hier hinten begradigen wir erstmal einfach die Straßen. Ich finde es immer schlimm, wenn es hier so krumm und schief ist. Ihr wisst es. Schnell mal geupdatet. So, angepasst, dennoch schnell geglättet ein wenig. Geglättet ein wenig, geglättet ein wenig, gell? C'est la vie. Den hier nochmal so angepasst. Und guck mal hinten, schon wieder vergessen, haben wir irgendwann mal hier gebaut unseren kleinen Wendepunkt für die Straßenbahn. In, wie heißt der Ort? Greding. Wo jetzt mittlerweile hier, ja, der Flughafen steht. Was ich damit mache, weiß ich auch noch nicht, Freunde. Ihr wisst es. Mal gucken. Gut, jetzt tatsächlich gucken. Hier kommt das Getreide mit an und eigentlich ist es Boogie, welchen LKW-Cargo wir nehmen. Wir nehmen einfach den hier und richten mal eine neue Linie ein. LKW-Getreide, die dritte, oder? Jo, check, andere Farbe für euch in Rot und dann gehen wir von hier recht unspektakulär einfach rüber hier hin und probieren das noch ein bisschen per Wegpunkt nachzubessern. Hier machen wir erstmal noch den gleich mit an, dass er über beide fährt. Aber Wegpunkt gesetzt. So, wieder rein in die Linie. Plau Nord müssen wir auch noch ändern. Machen wir später. Sepp, so schaut es einfach besser aus. Und dann kurbelt der hier jetzt einmal hier durch. Eigentlich ist es gar nicht so weit. Kurz mal noch andere Farbe anmachen. Eigentlich ist es gefühlt gar nicht so weit. Nochmal andere Farbe. Und hier möchte ich aber irgendwie auch andersrum lenken. Das habe ich mir beim Erstellen des Güterumschlages nicht so richtig gut durchdacht. Ich möchte schon, dass der hier anhält, aber dann hier oben durchfährt. Das sieht einfach besser aus für die Optik. Wir machen mal hier auch gerade noch den Wegpunkt hin. So, und wenn wir denn Greding Nebengleis müssen wir auch da alles noch ändern. Gefällt mir nicht. Sepp, nee, da fährt er nicht drüber. Die Pflaume, da brauchen wir hinten noch einen Wegpunkt. Uno momento. So, jetzt ist der Umweg nicht allzu groß, finde ich. So können wir das schon machen. Okay, und auch hier bräuchten wir Rate 800. Die machen wir gleich mal klar. So what? Jetzt suchen wir uns erstmal hier irgendwo. Was gibt es hier? Straßenfahrzeugdepot? Das nimmer. Da gehen wir mal rein. Und jetzt brauchen wir natürlich LKWs, die nicht nur Getreide, sondern dann auch rückwärts Lebensmittel mit transportieren könnten. Ich schmöker gerade mal hier ein bisschen durch. So, und ich muss schon sagen, echt schade, weil wenn ich hier nach Lebensmittel sortiere, dann habe ich die hier unten. Die hätte ich gern eingesetzt. Da müssen wir unbedingt noch eine Möglichkeit finden, die sehr herrlichen LKW-Züge einzusetzen oder wie man sie auch immer richtig nennen tut. Haben wir sowas Ähnliches nochmal hier im Repertoire? Hier, der ist auch, die sind auch geil, guck mal. Oh. Da hätte ich schon Bock drauf. Aber das funktioniert nicht. Die nimmt kein Getreide mit. Heißt, wir richten uns gerade mal auch ein Lied nach Getreide. Und dann kommt da nicht mehr ganz so viel raus. Aber dann machen wir eine gute Mische. Wir werden ja einmal zwei von den Container-LKWs nehmen. Achtung, 90 km/h. Check, passt für mich. Ladegeschwindigkeit mal 10 ist auch okay. Müssten wir zukünftig auf alles drauf achten irgendwie. Habe ich immer noch nicht so richtig im Fokus. Dann hier die Volvos. Die würde ich auch gerne mal nehmen. Die fahren 100. Die sind doch eben noch 90 gefahren. Wieso fahren die jetzt 100, verdammte Axt? Shit. Ach, macht erstmal nichts. So schnell fahren wir sowieso nicht durch die Prärie. Wir nehmen mal von denen noch welche. Auf jeden Fall
Krone Enterprise. Da haben wir ein Bein rauf. Haben wir noch kühne Nagel oder so? Ist der hier nicht noch mit bei? Nee, obwohl der hier in der Vorschau ist. Ist der hier nicht drin? Doch, der hier. Aber ich hätte gern den in einer anderen Lackierung. Der ist aber hier nicht drin. Hm. Dann ist egal, dann nehmen wir den hier. Und dann gehen wir noch, der fährt nur 70, die fährt 120. Den hier würde ich noch nehmen wollen, vom lieben SM1. Ladegeschwindigkeit 1. Ach, das funktioniert nicht. Einer ist wirklich zu wenig, davon bin ich überzeugt. Jetzt sollte ich nochmal gucken, wie schnell eigentlich die hier waren. 5 geht gerade noch so. Schade, den hätte ich gern genommen. Ladegeschwindigkeit 1, müsste ich was umstellen. Hier Ladegeschwindigkeit 3, die kriegen aber nicht so viel weg, fahren auch 90 km/h und finde ich ganz nett. Mit ein bisschen Abwechslung fürs Auge. Den hier nehmen wir noch. Und KLM Catering, Butcher Shop, Panalpina, Glenn finde ich, geil, den nehmen wir noch. Ja, Mai. So what? Mal gucken, ob das was wird, so in der Konstellation, wenn wir fahren. Jetzt schmeißen wir die Male rauf auf LKW Getreide 3. In dem Fall ist ja gar nicht mehr so richtig korrekt. Das müsste ja eigentlich LKW Getreide Lebensmittel heißen, gelle. Also gehen wir hier nochmal rein. LKW Getreide Lebensmittel. Und das ist dann die Nummer 1. Wir haben eine Rate von gerade mal 186. Das fliegt vorne und hinten auch nicht. Na gut, müssten wir mal später gucken, wie wir das Ganze erschließen. Wir gucken uns gerade die LKWs noch an, wenn die rausfahren. So schauen die aus. Also ich finde die allesamt sehr cool. Ist klar, wenn wir gucken, ist rot. Mai. So denn. Schön, oder? Ja, schwenken vielleicht ein bisschen schwierig aus. Aber passt schon. So, und hier sind die zwei Container Scania. LKWs. Na gut, wieder rot. Passt so, bleibt so. Straßenbahn kommt auch gerade. Alles klar. Dann schauen wir mal, ob die Linie sich tatsächlich jetzt schon erschließt in dem Moment. Während Autosave läuft, fliegen wir mal rüber. Und wir klicken einfach mal auf die eine Lebensmittelfabrik und checken mal, wer Lieferant ist. Ja, Freunde, ja, es funktioniert. Alles klar, die Linie ist auf jeden Fall am Start. Das geht schon mal richtig los. Geil. Okay, wunderbar. Dann sollten wir die Linie hier noch nachjustieren und zwar Linie verwalten. Das habe ich, glaube ich, noch nicht gemacht. Plau Nord, Vollladen einer Fracht. Ist das nötig? Ne, hier lieber nicht. Aber hier sollten wir es tun. Vollladen einer Fracht. Und natürlich wird in Greding am Nebengleis, wir müssen die Namen, die beende ich alle nochmal im Offscreen gerade um. Da wird nur Getreide geladen. Und hier wiederum in Plau Nord wird nur Getreide geladen. Oh, entladen, entladen. Und Lebensmittel geladen. So, dann passt es. Gut, schön. Der muss hier nur noch ein bisschen Leben in die Bude kommen. Das wird ein bisschen dauern. Und wir müssen irgendwie mal gucken, dass wir hier noch alles ein bisschen verschön bauen. Dafür habe ich gerade nicht so die Muße, Freunde. Und wenn ich auf den Wecker gucke, auch einfach gar nicht die Zeit für den Moment. Aber das machen wir später. Vielleicht mache ich es im Offscreen. Vielleicht machen wir das zusammen im Stream. Mal gucken. Aber so können wir das auf jeden Fall dann etwa lassen. Also nicht lassen vom Schönbauzustand, sondern vom Linienmanagement. Dann gucken wir nochmal. Wir fliegen nochmal ganz in den Norden zu unserer Feldbahn, wie das sich da jetzt entwickelt. So, und tatsächlich, wenn ich es richtig erkenne, ist hier schon Getreide drauf. Sehr cool. Also die bringt schon was ran jetzt. Wenn auch nicht ganz voll, gell? Da hinten ist leer, die letzten Loren. Aber das macht nichts. Auch das muss ich jetzt erstmal alles einpendeln, so ein bisschen einschwingen. Hat ja lange gedauert, bis hier wirklich eine richtige Lieferlogistikkette draus entsteht. Und die ist aber bei weitem noch nicht fertig. Das geht ja noch weiter. So, und auch der Traktor hier hinten, ihr seht's, der bringt mittlerweile was an. Und hier kommt die nächste. Nicht voll. Mal weiter gucken. Nicht voll. Nicht voll. Ja gut, das kriegen wir noch hin. Zum Anfang. Mein Anspruch ist es nicht, dass hier gleich alles sauber funktioniert. Der hat nur ein bisschen drauf. Der hat nur ein bisschen drauf. Okay, aber es geht in die richtige Richtung. Heißt, hier wird jetzt natürlich schwer durch Rosenburg erstmal gefahren. So, und wo sind jetzt unsere Züge? Die spotten wir nochmal kurz zum Schluss. Und dann sind wir tatsächlich erstmal durch für den Moment. Guck mal, hier liegt sogar schon Getreide. Wo liegt denn das? Achso, man sieht es nicht, weil es an der Spitzkehre hängt, gell?
Passt es denn überhaupt alles darauf? Guck mal, wie geht denn das jetzt? Einige Hüter gehen verloren, weil die Station überlastet ist. Shit, daran habe ich auch nicht gedacht, Freunde. Daran haben wir alle nicht gedacht, als wir das im Stream gebaut haben. Wie bringen wir hier jetzt Kapazität in die Güterspitzkehre vom lieben Manu rein? Das könnte auch noch eine Challenge werden. Ansonsten muss der Zug tatsächlich immer hier stehen. Linie verwalten. Güterumschlag. Der sollte tatsächlich mit aufs zweite Gleis denn raufruckeln können. Ist das das zweite? Nee, der hat kein zweites. Achso, das ist auch Güterumschlag Süd. Güterumschlag Nord. Ach, da hier ein zweites. Das hier, gell? Ja. Da sollte der rauf. Und dann muss der vollladen einer Fracht. Der muss so lange warten, bis der voll direkt eigentlich pronto vollgeliefert wird von den LKWs. So läuft die ganze Chose dann. Könnte ein bisschen schwierig werden. Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Schauen wir aber später. So, jetzt erstmal ab nochmal kurz zu den Zügen. Eine Runde gespottet. So, die Knödelpressen sind tatsächlich schon unterwegs Richtung Süden. Noch leer. Ist halt so. Aber die nächste Runde wird dann voll gefahren. Hoffentlich. So, und abermals stelle ich mir die Frage, ob die Waggons die richtigen hinten dran sind. Der Stream wird kommen, eure Kommentare auch, und wir werden es gemeinsam diskutieren. So, dann fliegen wir nochmal fix zum anderen Zug, zur anderen Garnitur, die wir auf der Strecke haben, jene. So, ich probiere mal eine neue Kameratool-Einstellung aus, wo die Brennweite sich in der Aufnahme ändert. So schaut das Ganze aus. Ah. War jetzt nicht schlecht, geht aber noch besser. Cool, okay. So, aber auch die Garnitur ist schon in Richtung Süden unterwegs. Dreht sie halt auch eine extra Runde. Jo, Freunde, dann sind wir aber soweit für dieses Video definitiv am Ende. Ich weiß nicht, haben wir jetzt viel im Kasten oder nicht? Mal gucken, wie es im Videoschnitt ausschaut. Das soll es denn aber jetzt gewesen sein. Also Freunde, war mir wie immer eine Ehre. Vielen lieben Dank fürs Reinschalten. Wenn noch nicht geschehen, lasst unbedingt und sehr gerne ein Abo da. Ebenfalls freue ich mich über eure Likes und eure Kommentare. Ich hoffe, ihr seid gesund. Dann bleibt es auch ja gesund. Ich gebe mir auch größte Mühe. Mal gucken, wie es weitergeht. Und dann freue ich mich aufs nächste gemeinsame Video mit euch. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Baba, der Checo. Servus.